Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es kein Auspackvideo. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Building endlich fertig, was ich aus Platten zusammengestellt habe. Aus der Entfernung, ja, ist es okay. Wenn man näher hingeht, dann sieht man es, dass es aus Platten gefertigt wurde. Ich gehe mal mit euch näher ran, dann könnt ihr es sehen. Na, könnt ihr die Verschiebung sehen? Ihr seht, dass es hier die Kante gibt. Und in der Mitte sieht man tatsächlich nicht, dass es zusammengefügt wird. Ich glaube, wo habe ich das denn noch? In der Verschiebung. Oder unten nochmal hier. Da ist nochmal Versatz drin. Auf der Entfernung ist es tatsächlich echt gut. Aber wenn man natürlich nah rangeht, dann sieht man noch so die ein oder anderen Stellen, die dann ja nicht ganz so passend sind. Hier sieht man Gott sei Dank den Übergang nicht wirklich. Ja, könnt ihr mal sehen. Das Bild ist allerdings schon versiegelt und aufgeklebt auf der Leinwand. Und ihr könnt sehen, es hat nicht an Glanz verloren. Also ihr seht es, ja, es ist super geworden. Ja, das Ganze nochmal aus der Entfernung. Und ich finde es echt ganz gut geworden. Das heißt, ich kann das Bild jetzt endlich, endlich mit auf Arbeit nehmen und endlich weitergeben. Ja, ich finde es ganz gut geworden. Was ich mich allerdings manchmal frage, ist, warum ich zum Beispiel hier gerade die dunkle Stellen drin habe. Ich kann die jetzt aber auch nicht mehr austauschen und nochmal neu gucken, aber es kann auch tatsächlich sein, dass das, ja, tatsächlich so dunkle Stellen sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ansonsten ist das Bild echt gut geworden. Hat mich viel Nerven gekostet. Ich habe die Platten zusammengefügt und habe tatsächlich dann die sehr dicht aneinander schieben müssen und quasi Stoß auf Stoß. Dann habe ich das Ganze umgedreht und habe von hinten komplett einmal mit Tesafilm die ganzen Ränder beklebt, verklebt. Und dann habe ich es hinterher auch aufgeklebt, nachdem ich dann die ganzen Lücken gedingst habe. Moment, ich packe euch mal ein Stativ, dann ist es einfacher. Ich habe euch mal wieder ein Stativ gepackt. Da muss ich die Kamera nicht festhalten, dann kann ich euch besser was erzählen. Ja, also ich habe das halt, wie gesagt, hinten komplett einmal mit Tesafilm, ja, mit so einem schönen Tesafilm verklebt und habe es dann von oben nach unten auf die Leinwand geklebt. Ihr könnt es hier auch sehen, ne, das ist eine Leinwand und darunter versteckt sich das, was ich mit euch gleich noch weitermachen möchte. Und ich finde, dass es tatsächlich echt ganz gut aussieht. Und mein Problem war tatsächlich nur beim Versiegeln. Ich habe ein Versiegelungsmittel genommen, was ja nicht so besonders geeignet ist, sagen wir es mal so. Das Problem, was ich hatte, dass dadurch, dass die Platten nicht so hundertprozentig mega stark haften, sind mir beim Versiegeln immer wieder Steine mit rausgegangen, die auf der Rolle geklebt haben. Die musste ich dann hier wieder zwischendurch festkleben. Das hat aber ganz gut funktioniert. Man sieht es jetzt nicht mehr. Aber das war eine Herausforderung, weil das schon ziemlich doof war. Also ich fand es nicht so besonders toll, aber was soll man machen? Das geht halt immer. Ich habe ein Versiegelungsmittel genommen, was ich eigentlich sehr gut finde. Was an sich auch funktioniert. Ich glaube aber bei einer Leinwand tatsächlich besser wie auf den Laminierfolien. Und zwar ist es dieses Art Potsch von Hobbyline. Also das funktioniert auch. Allerdings muss man das, damit der Effekt funktioniert, ganz dünn auftragen. Und zwar habe ich das mit dieser Lackierrolle gemacht. Das hat auch gut funktioniert, aber wie gesagt, das ist halt sehr zähflüssig, dieses Ding hier. Also, das ist echt sehr zähflüssig, das Zeug hier drin. Ist auch so ein bisschen milchig. Und dadurch, dass es so zähflüssig ist, ließ sich das auch nicht wirklich richtig gut verteilen. Und dadurch, dass die Leinwand bzw. die doppelseitige Klebefolie nicht so enorm gut gehalten hat mit den Steinchen, ja, war das eine Herausforderung. Ich glaube, bei einer Leinwand funktioniert es tatsächlich besser. Ich will gucken, dass ich das noch ein bisschen aufbrauche. Ja, und ansonsten finde ich, ist das Ergebnis eigentlich ganz gut geworden. Ja, ist natürlich beim Aufkleben immer eine Herausforderung, weil man natürlich die Leinwand hat. Und man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht so doll drückt, sonst geht man durch die Leinwand durch. Also da auch wieder ein Buch drunter legen. Und dann funktioniert das Ganze. Das heißt, ich kann das Bild nachher wieder einpacken. Beziehungsweise überhaupt einpacken, damit ich das dann mitnehmen kann. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich packe das mal beiseite. Ja, zum Fixieren hatte ich den Sprühkleber genommen. Das habe ich auch in einem anderen Video benutzt. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und
Ich hatte euch hier im letzten Video ganz viele kleine Bilder gezeigt. Unter anderem auch das, was ihr gerade vor euch seht, nämlich dieses hier. Und ja, nach der ganzen Geschichte mit dem Bild und ja, dem etwas schwierigen Aufbringen, habe ich mir gedacht, ich mache zwischendurch noch mal was Kleines, dann kriege ich auch jeden Fall was fertig und kann das mal abends zwischendurch machen, weil ich halt momentan abends auch nicht so viel Zeit habe. Und das geht halt mega schnell und ist halt echt leicht zu kleben. Und von daher, seht, also das habe ich schon fertig. Na. Also der obere Teil ist quasi so bis hier fertig. Oh, da habe ich noch ein paar Steinchen geschlabbert hier, wenn ihr das sehen könnt. Da habe ich noch was geschlabbert und jetzt fehlt unten halt der komplette Rest noch. Den werde ich auf jeden Fall auch fertig kleben. Und es ist ja diese tolle Folie dabei. Also diese Folie ist echt absolut Grütze gewesen, weil die teilweise auch wenn sie richtig herum war, auf diesem Bild einfach festgeklebt hat. Also das war halt echt schon teilweise echt sehr grenzwertig. Und meine Katze findet dieses Bild halt anscheinend so toll, dass meine Katze immer wieder auf diesem Bild sich draufgelegt hat. Gott sei Dank war die Schutzfolie komplett drauf. Sonst, aber man sieht es auch, die Katzenhaare sind so fein. Die finden ihren Weg. Naja, gut. Hilft ja mal nichts. Ich mache jetzt das Bild einfach noch ein bisschen weiter und ja, kann ich noch ein bisschen was erzählen oder auch nicht. Ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so viel zu erzählen. Ich wollte euch das fertige Bild auf jeden Fall einmal zeigen, weil ich finde, das solltet ihr zumindest mal fertig gesehen haben. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Also dafür, dass es mein erster Versuch war, finde ich das schon sehr brauchbar. Ich suche gerade meine Farbe. Die hier, die 1 brauche ich. Und ja, also ich bin, muss ich sagen, ehrlich sagen, diese Laminierfolien, die haben Vor- und Nachteile, hatte ich ja beim letzten Video auch schon gesagt. Ich glaube aber tatsächlich, dass die zum Aufkleben auf einen festeren Untergrund, also so auf Holz, tatsächlich vielleicht besser geeignet sind, weil man die dann besser andrücken kann. Ja, also auf der Leinwand geht es zwar auch, aber man hat halt nicht diesen richtigen Druckpunkt wie zum Beispiel jetzt auf Holz oder so. Und deswegen glaube ich, dass es auf Holz vielleicht sogar besser wäre, das da drauf zu kleben. Aber naja, gut, so ist es halt. Ich meine, man lernt nicht aus und von daher, ich finde es aber trotzdem an sich gut. Also es ist trotzdem gut geworden. Das mit der Leinwand hält auch. Da ich glaube nicht, dass da was runterkommt. Das wird alles funktionieren, das wird halten. Aber ja, das mit dem Aufbringen war halt ein bisschen knifflig, weil man natürlich gucken muss, dass das auch wirklich gut festgedrückt wird und halt nicht abhaut. Und ja, ich denke, das ist aber ganz gut, weil hinterher draufdrücken, dadurch, dass ja die Laminierfolie auch ein bisschen fester sind, ist es halt, ja, schon wichtig, dass man es gut andrückt und deswegen halt immer möglichst irgendwelche Sachen drunter legen, womit ihr dann auch einen guten Druckpunkt habt, um die dann festzudrücken. Ich finde dieses Bild total schön. Also auf die Ferne gesehen kann man das auch echt gut sehen. Wenn man nah guckt, kann man hier die Blüten super gut sehen und hier auch. Und hier in der Mitte ist es ein bisschen aus der Nähe gesehen, ein bisschen wild. Aber von der Ferne sieht man es tatsächlich ganz gut, was das sein soll. Ja, also es lässt sich auch super leicht kleben, also das funktioniert. Die Tütchen sind halt leider nicht von 1 bis 10 und mit den Nummern so nummeriert, sondern die haben Zahlen und Symbole. Naja, gut, muss man halt ein bisschen gucken, dass man das richtige Tütchen und mit dem richtigen Symbol kombiniert. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Aber es hat halt so ein kleines Bild, was halt auch mega schnell fertig geht. Und da kann man halt auch wirklich mal abends eine halbe Stunde kleben und man sieht dann trotzdem sehr, sehr guten Fortschritt. Bin hier so vorgegangen, dass ich erst das obere Teil fertig gemacht habe und jetzt quasi das untere Teil mache, damit ich diese Folie halt auch auf diesem Bild lassen kann und dass das ja irgendwo noch einen guten Klebehalt hat, und nämlich hier unten und dann halt oben nur einfach drauf liegt, weil wie gesagt, meine Katze momentan es total toll findet, sich auf dieses Bild zu legen oder auf den Tisch zu springen, um mit mir zu kuscheln. Ja, ich weiß nicht, was in die Katze gefahren ist, aber sie findet das total toll. Und naja, gut, dann sollen wir ihr den Willen auch lassen. Wenn sie schon sonst nicht kuscheln kommt, nur da, dann ist es auch in Ordnung. Ja, meine Katze ist nämlich sehr eigen.
Sie möchte bitte nur dann kuscheln, wenn sie es möchte. So, und da sie ja momentan irgendwie, keine Ahnung, voll in Kuschellaune ist, ja, möchte ich das natürlich auch nicht irgendwie bremsen, weil sie dann vielleicht denkt, ja, die will nicht mit mir kuscheln und die mag mich nicht. Und dann kommt sie halt gar nicht mehr. Das, ja, sie muss halt die richtigen Signale kriegen, dass sie halt auch kuscheln kommen darf, wenn sie schon möchte, damit sie es halt auch später mal weiter tut. So. Ja, man muss ja gucken, wo man bleibt als Frauchen, ja, sonst heißt das wirklich nur, liebe Dienstmagd, bitte gib mir Essen und gib mir Trinken. Nein, das möchte ich natürlich nicht. So, es sieht aber sehr gut aus. Ja, wie schaut es denn bei euch aus? An welchen Projekten seid ihr gerade so dran? An etwas Größerem oder Kleinerem oder mixt ihr das? Ja, das würde mich sehr, mal sehr interessieren. Und danach ist auf jeden Fall wieder ein Seerosenbild dran. Ich habe das ja schon soweit vorbereitet. Das steht schon in den Startlöchern. Liegt schon alles parat, aber erst möchte ich das fertig machen. Wobei ich das auch sehr, sehr gut beiseite legen kann, wenn ich da jetzt noch nicht ganz fertig bin. Aber ja, ihr seht ja, es ist ja nicht so viel zum Painten. Also von daher geht das auch relativ schnell fertig. Und dann kann ich auch das andere anfangen. Es wird irgendwann, denke ich mal, nächste Woche soweit sein, dass ich das andere dann anfangen kann. Das werde ich in Ruhe anfangen. Ich werde mal gucken, wie weit ich komme und dann werde ich euch vielleicht wieder dazu holen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Unboxing machen. Ich weiß nur noch nicht mit welchem Bild. Ich muss mal gucken. Und ja, dann läuft das halt alles so seinen Weg. Ne? Manchmal ist man ja ein bisschen fauler und manchmal ein bisschen fleißiger. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Manchmal hat man mehr Lust, manchmal weniger. Und so ist es halt bei mir auch. Manchmal habe ich ein bisschen mehr Lust, manchmal weniger. Und dann habe ich so richtig faule Phasen, wo ich dann denke, so, boah, ich möchte gar nichts tun. Faul auf dem Sofa sitzen, Wasser trinken, irgendwie eine Serie anmachen und dann einfach nur faulenzen. Und, oder mir irgendwie einen Kaffee machen, einen Kakao oder keine Ahnung, was es ist unterschiedlich, je nachdem. Und dann halt einfach faul auf der Couch liegen und einfach nur Fernsehen gucken. Irgendwelche Serien anmachen, weil Fernsehprogramm ist immer so, naja, gut, kann man machen, muss man aber oft nicht. Und ja, manchmal überkommt mich das auch. Und gerade wenn ich halt viel im Stress bin oder viel auf Arbeit zu tun habe, mich nimmt das halt sehr, sehr oft halt auch abends noch mit. Und ich denke dann halt viel noch über Sachen nach, was man ja eigentlich nicht sollte. Man sollte ja eigentlich auch irgendwann mal abschalten, aber ich muss ehrlich gestehen, es gibt Tage, da gelingt mir das besser und es gibt Tage, da gelingt mir das nicht so gut. Und die letzte Woche war halt doch schon sehr anstrengend und da ist es mir nicht immer gelungen, weshalb ich dann auch echt oft abends einfach nur faul war. Zumal ich oft auch nur spät da war und zu Hause war, dann nicht mehr viel Zeit hatte, dann auch wieder ins Bett gefallen bin und dann nächsten Morgen wieder früh raus. Ja, aber so ist das halt und so geht das Leben halt seinen Gang. Aber Gott sei Dank. Könnt ihr das hören? Wenn zwei streiten, freut sich die dritte, nämlich ich, ja. Ich habe das jetzt mal aufgenommen. Also ich muss euch dazu sagen, der Kater liegt hier oben irgendwo auf dem Regal drauf. Und davor steht der Kratzbaum und sie sitzt auf der Etage und er brummelt sie an, beziehungsweise knurrt und faucht sie an. Und ich weiß nicht, ob sie ihn ärgern wollte oder so, aber manchmal provoziert sie ihn auch und dann brummelt er sie an, obwohl sie eigentlich gar nichts getan hat. Und ja, sie braucht sich manchmal nicht wundern. Ne? Also, das ist halt so nach dem Motto: Lass mich in Ruhe, geh weg. Ja, so ist das halt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wenn ja, dann lasst es mich mal wissen. Beziehungsweise, ich werde es wahrscheinlich beim Schneiden gleich hören. Aber das ist halt echt schon immer, wo ich mir denke: So, Alter, jetzt ist aber mal genug hier mit euch. Ja, so geht das. Und das ist noch harmlos. Also, es geht noch weitaus schlimmer. Aber naja, ich weiß gar nicht mal, wo ich stehen geblieben bin. Das habe ich euch dann gefragt. Ja, ich weiß es gar nicht. Egal, so ist das halt. Nee, aber manchmal nehmen mich Sachen halt einfach von der Arbeit mit. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon was anderes gerade gesagt habe. Aber kennt ihr das, wenn man irgendwas erzählen will und dann wird man abgelenkt und dann denkt man sich so, wo war ich denn gleich noch? Der rote Faden ist dann einfach weg. Ach ja, doch, ich weiß, was ich erzählen wollte, bevor mein Kater mich unterbrochen hat. Der Brummelkopf. Also, das Gute ist ja, selbst wenn ich nicht so viele Videos mache, gibt es ja immer noch genug YouTuber, die übers Diamond Painting Videos machen. Und da bin ich echt sehr froh drum,
Weil dann bin ich nämlich nicht so im Stress und habe weniger Stress, dass ich Videos machen muss, damit ihr versorgt seid. Sondern wenn jeder so ein bisschen so einmal die Woche ein Video rausbringt, hat man quasi immer was zu gucken und kann sich dann immer von dem oder dem oder dem die Sachen anschauen. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich freue mich da auch zum Beispiel immer, wenn die Mini ihre Videos rausbringen, wenn die Anni ihre Videos rausbringt. Ich weiß gar nicht, ob ich Nadine abonniert habe oder nicht. Also normalerweise kriegt man ja auch Videos vorgeschlagen, aber momentan war es da sehr ruhig. Ich glaube, sie macht aber heute nachher wieder ihren Livestream. Ja, ich glaube, Nadine ist ja auch immer noch sehr fleißig unterwegs. Und ein paar andere auch. Ich habe die meisten tatsächlich auch abonniert oder sogar alle, die ich finden konnte, die mir alle irgendwie über den Weg gelaufen sind, dass ich dann auch immer mal gucken kann, was ihr denn so fabriziert. Beziehungsweise, also nicht auf eine böse Art und Weise, sondern einfach nur mal gucken, okay, was macht ihr denn? Was kann ich denn vielleicht besser machen? Was kann ich denn abgewandelt für mich irgendwie in den Videos benutzen und so? Das finde ich immer schon cool und was ich richtig cool finde. Und Anni, wenn du das siehst, ein dickes, dickes, mega dickes Lob an dich. Ich finde, Anni macht ihre Intros immer mega geil. Ich bin ja so jemand, ich habe halt eh nicht so viel Zeit und ich weiß, dass da sehr viel Zeit und Herzblut drin steckt für so ein Intro, dass man da auch sehr viel machen muss und vorbereiten muss. Klar gibt es da auch im Internet Hilfsmittel und so, aber trotzdem braucht das sehr viel Zeit und Geduld und ich finde das immer ganz toll, dass die Anis ihre Intros immer selber macht und da immer mal wieder was Neues macht. Bei mir gibt es halt oftmals nur das eine Intro, aber ich finde es trotzdem immer noch schön. Und ja, mal gucken, ob ich es mal irgendwann schaffe, mir auch ein neues zu basteln. Weiß ich aber noch nicht. Und ja, wie gesagt, mega, mega cool. Und deswegen, ich finde es halt cool, dass nicht nur ich unterwegs bin, sondern halt es noch einige andere gibt, bei denen halt auch über das Diamond Painting gesprochen wird, wo Sachen gezeigt werden und so. Das ist immer ganz gut. Dann kann man halt ein breites Spektrum nutzen und bei dem oder dem oder dem reinschauen. Also, das finde ich super. Also, schlimm wäre es, wenn es wirklich nur eingeben würde und da, ich sag mal, man würde nur einmal in der Woche ein Video sehen. Das wäre halt schon ziemlich langweilig. Und da müsste man halt immer lange warten. Und mal klar, würde man sich freuen. Aber trotzdem, so ein Video geht im Schnitt. Wie lange? Wenn ich meins geschnitten habe, vielleicht 15 bis 25 Minuten Pi mal Daumen. So, und dann den Rest der Woche ist dann halt nichts. Und das ist dann halt immer schade. Aber dadurch, dass wir ja mehr sind, tada, ist auch immer was zum Gucken da. Und das finde ich total gut. Habe ich dann sonst noch irgendwas erzählen? Nö, das war es eigentlich. Nur so ein bisschen rumgebrabbele. Ich weiß, dass viele von euch auch gar nicht interessiert und ich denke, ach, okay, lasst die mal labern. Aber, naja, das ist halt, was soll man sonst erzählen? Ich habe halt kein Partner, der hier neben mir sitzt und mit mir redet und so einen Smalltalk hält, sondern ich erzähle euch halt einfach, was mich so ein bisschen bewegt, was bei mir so gerade los ist und worüber ich mich ärgere oder auch mal freue. Ja, und das ist das, was ich ganz gerne auch mal loswerden wollte, dass ich da auch echt sehr glücklich drüber bin, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern dass es auch noch andere gibt. Ja, so dass man halt nie Langeweile hat, sondern man immer irgendwas auf YouTube hat. Bei mir ist es momentan so, dass ich tatsächlich das ab oft abends schaue und zwar nicht bei mir hier im Wohnzimmer, sondern im Bett. Ich stelle mir dann mein Handy auf die Seite. Ich habe dann auch so ein Kissen, so ein kleines, wo ich das dann so hochkant davor stelle. Und dann gucke ich dann abends tatsächlich YouTube im Bett, so noch vor dem Einschlafen, weil ich das einfach total, ja, es ist halt so zum Einschlafen für mich. Ich höre dann meistens auch zu, weniger das zu gucken, sondern eher mehr das zu hören. Das wird den einen oder anderen bei euch wahrscheinlich auch so gehen. Kennt ihr das? Man sucht die Tütchen und das Letzte ist es dann. Ja, mehr zum Zuhören als zum Zugucken, aber das mache ich total gerne. Und dann ist das natürlich immer gut, wenn man dann irgendwas zum Gucken auch hat. Ne? Also, und was ich sehr gut fand, ich habe der Mine bei unserem Livestream was mitgebracht und sie hat das auch ausgepackt. Und Mine, ich muss dir sagen, genauso wie du dich angestellt hast, so habe ich mich auch angestellt, als ich das ausgepackt habe. Ich habe nur Fragezeichen auf der Stirn gehabt und habe überlegt, so, hä? Wie soll das denn jetzt funktionieren? Ja, also ich verlinke euch mal das Video, was ich meine, unten in der Infobox. Das ist mega lustig und ich musste sehr schmunzeln. Ich hätte es nicht besser machen können, Mine. Dafür Daumen hoch. Es ist sehr gut geworden.
Also wirklich, ich fand's mega, mega cool und ja, das war die Challenge an dich. Deswegen habe ich dir das auch mitgebracht, weil ich wusste, du kannst das auch super. Aber ich verlinke euch das auf jeden Fall mal unten. Das war sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen, es gab da ja nur eine Beschreibung auf Chinesisch dabei. Und jetzt ist sorry, aber ich kann kein Chinesisch. Und die Mine kann auch kein Chinesisch. So, und deswegen war das die Herausforderung, zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, die Mine hat es ganz gut rausgekriegt. Ich bin mal gespannt, ob sie es fertig bekommt und wie es dann hinterher aussieht. Weil soweit bin ich tatsächlich noch gar nicht. Und ja, ich habe das erstmal nur ausgepackt und habe gedacht, so, okay, das ist eher Mines Fachgebiet und nicht meins. Die Mine muss da jetzt mal aushelfen und die Mine muss da jetzt mal ein Video drüber machen, damit ich auch Bescheid weiß, was da jetzt wie wo abgeht. So ein paar Sachen habe ich mir auch so überlegt gehabt, aber ein paar Sachen waren für mich auch tatsächlich neu und da habe ich auch das überlegt, so, okay, ja, okay. So, aber wie gesagt, ich verlinke euch das Video unten. Ach, ich weiß gar nicht, was ich euch noch erzählen soll. Ich habe gar nichts mehr sonst. Ihr dürft euch auf jeden Fall noch freuen. Es gibt noch weitere Unboxings, wie versprochen. Die wird es geben. Ja, aber ich habe gedacht, ich mache vor dem nächsten Unboxing einfach nochmal so eine kleine Quasselrunde mit euch und erzähle euch nochmal kurz, zeige euch nochmal kurz, was ich fertig habe. Und ja, das ist für euch natürlich dann auch, ihr wollt ja auch oftmals sehen, was hat sie jetzt schon gemacht, was ist fertig, was kommt noch. Und so ist das immer mal zwischendurch mal was. Wenn es jetzt auch kein großes Bild ist, sondern eher so ein kleines Bild, aber ich denke, den einen oder anderen wird es auch interessiert haben. Ja, wenn ich noch mehr kleine Bilder fertig habe, dann zeige ich euch natürlich auch sehr gerne nochmal zwischendurch mal so Bilder. Ich habe von den kleinen Bildern tatsächlich auch eins verschenkt gehabt für eine Arbeitskollegin, deren Kinder leider nicht in die Schule und in die Kindergärten gehen dürften, weil sie leider unter Quarantäne, also die Schulen waren geschlossen wegen Corona. Ja. Auch es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt wieder anbringen musste, aber die durften halt tatsächlich nicht wegen Corona in die Schule gehen. Die waren geschlossen, ein, zwei Wochen. Und die war echt froh, dass ich ihr was mitgegeben hatte, dass ihre große Tochter da beschäftigt war. Wenn es denn mal fertig ist, werde ich euch auf jeden Fall in einem der anderen Videos zeigen. Das mache ich auf jeden Fall, damit ihr mal einmal sehen könnt, wie das fertig aussieht. Meine andere Arbeitskollegin, die ja auch sehr fleißig ist und ihre Kinder natürlich auch, die hat auch so ähnliche Bilder oder andere Bilder sich mitbestellt. Und wenn da mal welche fertig sind, dann zeige ich euch die auch. Und dann könnt ihr euch mal ein Bild machen, wie die dann auch fertig aussehen. Ich meine, sie hatte noch ein bisschen andere Bilder als die, die ich bestellt hatte, aber das haben sich die Kinder ausgesucht. Aber das macht ja nichts. Kann ich euch ja trotzdem dann zeigen, wie die fertig aussehen. Den einen oder anderen wird es vielleicht auch interessieren. Die Seite macht nur gerade Ferien. Da kann man leider nichts bestellen. Den Link zum Shop hatte ich euch in dem Unboxing unten reingestellt. Aber wie gesagt, mehr als auf die Shop-Seite verlinken, dass ihr da der Seite vielleicht folgen könnt, damit ihr da schneller wieder hinkommt. Geht nicht. Einkaufen darüber geht momentan nicht, weil die immer noch Ferien machen. Ja, es ist leider sehr schade, aber es geht halt nicht anders. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Bild ist leider nicht fertig geworden. Wir haben ein bisschen weitergemacht. Ich mache auf jeden Fall weiter und zeige euch das Endergebnis. Ja, beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Tage vor euch. Nicht zu so stressig, gechillt und ja, voller Freude. Ja, ihr Lieben, das war's von mir heute für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wer mich noch nicht abonniert hat und trotzdem gerne regelmäßig Videos sehen möchte, der abonniert doch einfach meinen Kanal. Glocke nicht vergessen zu abonnieren, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Ihr werdet dann direkt benachrichtigt und seid dann immer direkt auf dem aktuellsten Stand. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.